Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video für dich, was ich quasi alles im Januar 2020 aufgebraucht habe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video wird es auch mehrere Gewinner geben, denn ich habe mal ein bisschen geschaut. Ich habe tatsächlich noch so ein paar Gutscheinviecher hier, die ich auf jeden Fall in diesem Video verlosen möchte. Das ist einmal hier von Velmax Body Style, so ein Self-Tan-Gutschein. Dann von Studio Line Photography, ein professionelles Fotoshooting inklusive zwei Fotos und Make-up, habe ich auch noch einen Gutschein. Und dann zweimal von twotickets.de noch einen Gutschein. Das heißt, es gibt in diesem Video vier Gewinner. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. Genau, das gibt es hier zu gewinnen. Und ja, los geht's. Es ist ganz schön viel geworden. Also das ist alles halt im Januar leer geworden, aber halt nicht nur im Januar verbraucht. Das heißt, ich habe da auch teilweise etwas länger für gebraucht. Ich war auch sehr verwundert, wie viel dekorative Kosmetik ich aufgebraucht habe. Okay, wir starten einfach mal vom Gesicht an. Und da habe ich als erstes hier von Dr. Pierre Ricot dieses Micelle Cleansing Lotion für Sensitive Skin leer gemacht. Das ist eine Lotion. Die fand ich echt geil. Also die habe ich auch genommen, um sie zum Abschminken zu verwenden. Die hat 1A mein Make-up runtergenommen, mein Augen-Make-up, mein wasserfestes Make-up, alles ratzeputz. Kann ich wirklich empfehlen. Und sie hat die Haut nicht gereizt. Es war wirklich, wirklich gut. Ein schönes Produkt und ja, ne, habe ich in der Kooperation bekommen. Kann ich aber auch wirklich wärmstens empfehlen. Sehr, sehr schön. Wirklich. Wirklich. Wirklich, wirklich. Genau. Dann habe ich dieses Produkt von, oh je, da hängen aber Semi-Haare dran. Meine Herren, das ist immer so bei den nassen Produkten, ne? Von Garnier Bio, frisches Bio Lemongrass, das habe ich leer gemacht. Hatte ich unter der Dusche stehen. Ich liebe es ja, wenn solche Produkte im Pumpspender sind, gerade wenn ich es unter der Dusche stehen habe. Das habe ich zur Gesichtsreinigung einfach verwendet, also quasi um mein Gesicht zu reinigen. Egal, ob ich vorher Foundation, also Make-up drauf hatte oder ob ich einfach nur den Tag über geschwitzt habe und mein Gesicht reinigen wollte. Und das fand ich nicht so gut, muss ich gestehen. Belebendes Waschgel. Nee, hat meinem Hautbild auch nicht so gut getan. Hat die Haut etwas unruhig aussehen lassen, sprich teilweise auch gerötet oder halt Pickel verursachend. Und deswegen, das hat mir nicht so gut gefallen. Normale bis Mischhaut, Naturkosmetik, ne? Es hat mir einfach nicht gefallen. Nee, würde ich mir auf gar keinen Fall wiederholen. Ein Produkt, was ich eigentlich ganz gut fand, was ich auch halt unter der Dusche stehen hatte und leer hatte zum Gesicht reinigen, ist von My Little Beauty das Gel Nettoyant Peau Fresh. Das ist dieses hier. Da habe ich, glaube ich, auch noch ein Backup von da, wenn ich mich nicht täusche. Kommt halt aus der My Little Box und hat mir gut gefallen. Hat meine Haut entsprechend gereinigt und jo. Ne? Kommt halt wie ein Gel raus, ist halt in dem Sinne von der Textur halt auch etwas geliger. Dafür habe ich das dann mit diesem kleinen Foreo Gedönsen, das vibriert, Luna Play heißt es, glaube ich, halt so einmassieren können. Also das hat halt nicht irgendwie geschäumt oder so, aber mit diesem kleinen Vibrationsvieh hat es halt entsprechend auch das Gesicht ganz gut gereinigt. Jedenfalls hat sich das so angefühlt. Ja, ein Produkt, was ich nicht gut fand und dementsprechend ganz schnell aussortiert habe, ist von Noxidoxy Serum Base Magnifiant. Das hatte ich, glaube ich, 2018 im Glossy Box Adventskalender, glaube ich, habe ich 3 Tage verwendet und das dann ruckzuck aussortiert, weil es wirklich nicht funktioniert hat, weil es Würstchen gebildet hat, weil es gekrümmelt hat und weil es nicht gut mit meiner Feuchtigkeitspflege funktioniert hat. Das ist einfach ein Gesichtsserum gewesen und nee, das trägst du dir halt auf, indem du, genau, du hast hier vorne halt dieses Schwämmchen dran, ne? Ich glaube, das Produkt war auch einfach nicht mehr gut. Ich glaube, das war abgelaufen, ich weiß es aber nicht. Ne? Es riecht okay. Wenn es jetzt so im Schwämmchen ist, wenn du es aber drauf machst, riecht es irgendwie komisch. Genau, du musst es halt hier aufdrehen, dass du es auf On machst. Dann musst du das hier rausdrücken aus der Tube, dann wird das Schwämmchen halt feucht. Kannst dir das dann entsprechend einarbeiten. Zum einen finde ich das unhygienisch. Natürlich, du hast ein Wechselschwämmchen für die ganze Tube. Aber irgendwie fand ich das iba. Also ich habe lieber, dass ich mein Serum in die sauberen Hände gebe und das dann einarbeiten kann. Nee, aber das hier, das kommt weg, das hat einfach irgendwie mir gar nicht gefallen. Das war so krümelig und so und ich glaube, das war einfach nicht mehr gut. Dann habe ich hier so einen Abschminkbalsam gehabt von Yves Lom. Das war, glaube ich, in der Look Fantastic Box mal drin. Ja, das hier ist einfach so ein festes Zeug gewesen. Da gab es auch noch ein Tuch mit dabei. Das heißt, ich habe dann
habe mit dem Tuch, das Tuch habe ich mir um den Finger gewickelt, bin dann mit dem Finger hier so ein bisschen rein und habe mir das dann so über die Augen gegeben und konnte damit auch wirklich gut mein Augen-Make-up runternehmen. Abschminkbalm finde ich immer etwas schwierig in der Anwendung. Also du hättest es natürlich auch mit dem Finger aufnehmen können, habe ich auch ein paar Mal gemacht und dann einfach so über die Augen reiben, um dann halt vorsichtig so dann auch das runterzunehmen und nicht mit dem Tuch noch zusätzlich die Augen zu reizen. Aber hat mir nicht so hundertprozentig gefallen. Also da habe ich tatsächlich lieber das von Dr. Pierre Rico gehabt, weil das wirklich irgendwie sich reinigender angefühlt hat auf dem Gesicht. So, ne? Irgendwie. Also, ja. Jeder hier ist anders. Dann habe ich hier von Nutraskin das Hyaluronwasser leer gemacht. Da ist noch so ein kleiner Restwitzel drin. Ja, das habe ich einfach hier stehen. Ne? Ich habe hiervon auch noch ein Backup. Das muss ich nachher rausholen und hier auch auf den Tisch stellen, weil ich das eben noch verwendet habe. Ob ich geschminkt bin oder nicht, das mache ich einfach hier, weil gerade jetzt so im Winter durch die ganze trockene Luft und die geringe Luftfeuchtigkeit und hier vor allem in diesem Raum die ganzen Lichter und so, wird die Haut schon ziemlich ausgetrocknet. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man so einen kleinen Fresh-Up zwischendurch hat und das einfach mal kurz aufs Gesicht aufsprühen kann und das Gesicht einfach mal so ein bisschen nochmal mit Feuchtigkeit versorgt. Und ja, das fand ich eigentlich ganz praktisch. Habe ich jetzt aufgebraucht. Ich würde mir solche Produkte jetzt nicht unbedingt nachkaufen, weil sie jetzt nicht so unbedingt etwas sind, wo ich unbedingt zugreife, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich es dann irgendwo mal in der Box habe oder so, dann versuche ich das ein oder andere zu verwenden, aber hauptsächlich gebe ich die weg. Ich hatte auch eins von The Body Shop, was ich ja in meinem Aussortiert-Video gezeigt habe oder zeigen werde. Das hatte halt auch noch so Schimmerpartikel mit drin. Das hat mir dann auch nicht so gefallen. Ne? Also wenn das halt so ein ganz simples ist wie dieses hier, was halt auch jetzt nicht irgendwie das Make-up verschmiert oder runterfließen lässt oder so, ist das schon cool und dann finde ich es auch nett. Aber es ist jetzt kein Must-Have-Produkt für mich. Da kannst du auch genauso gut dann irgendwie ein Glas Wasser mehr trinken oder so. Dann habe ich hier ein Serum aufgebraucht, was ich ganz toll fand, von Bare Minerals Skin Longevity Vital Power Infusion. Das ist dieses hier. Ich fand hier den Spender sehr, sehr toll, denn wenn du oben gepumpt hast, hat sich das halt unten hier hochgeschoben. Das heißt, dadurch ist quasi, ne, da ist ein Vakuum drin. Das kommt nicht in Kontakt mit der Luft oder so, sodass das Produkt auch irgendwie immer die ganze Zeit rein bleibt. Und das fand ich echt schön. Das Serum an sich hat sich auch gut auf der Haut angefühlt, habe ich morgens und abends verwendet. Ist natürlich unfassbar schnell leer gegangen, weil hier nur 7,5 Milliliter in diesem Produkt drin sind. Aber es hat meine Haut wirklich gut mit Feuchtigkeit versorgt und auch wirklich eine schöne, weiß ich nicht, ein schönes Hautbild gemacht. Das hat mir einfach gut gefallen. Genau. Ein Produkt, wo ich mich ein bisschen zwingen musste, das aufzubrauchen, ist hier von Pi, das Rosehip Bio Regenerate Oil. Ja, das ist ja so ein Hagebuttenöl. Das hatten wir auch, glaube ich, in einem Adventskalender drin gehabt, wenn mich das... Ja, ich habe hier einen Sticker unten dran. Die Tube werde ich aufbewahren oder diese Pipette hier, weil ich wollte die liebe Vanessa, Mrs. Rosa Roth, fragen, ob sie das vielleicht braucht, weil sie ja in ihrer Hexenküche das ein oder andere Produkt halt selber herstellt. Und da ist es, glaube ich, ganz cool, wenn die sowas hat. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wenn ich richtig trockene Haut hatte, war das geil. Da hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich aber so okay Haut hatte, musste ich das jetzt nicht unbedingt haben. Ich finde, dadurch, dass ich das verwendet habe, hat mein Gesicht extrem nachgeölt über den Tag. Also muss man abwägen, was man halt will, ne? Weil das halt dann wirklich sehr, sehr, sehr deine Haut mit Öl versorgt. Ja, stelle ich an der Seite für Vanessa. So, dann habe ich hier von Clinique das 7-Day Scrub leer gemacht. Das ist dieses Produkt, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal leer gemacht. Hatte ich jetzt im Adventskalender drin, wenn... Ja, auch hier wieder ein Sticker drauf. Habe ich dienstags und freitags dann verwendet als Gesichtspeeling. Ja, ich fand das, ja, okay, ne? Also, es hat feine Peelingpartikel drin. Es ist halt ein mechanisches Peeling eigentlich. Aber, ja, irgendwie, ich habe da nicht so diesen Aha-Effekt nachher gehabt. Ich habe jetzt aktuell eins unter der Dusche stehen, wo ich einen deutlich besseren Effekt mit verspüre. Das heißt, ich komme aus der Dusche raus und mein Gesicht fühlt sich geil an. Und ich denke mir, ja, wow, ich habe sie gerade voll gereinigt. Ich habe da ein Peeling gemacht. Die alten Hautschüppchen sind einfach weg und alles fühlt sich smooth und soft und geil an. Hatte ich bei dem hier nicht das Gefühl. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Nachkaufprodukt für mich, obwohl ich Clinique ja... von manchen Produkten her richtig geil finde, aber das hier war jetzt nicht unbedingt mein Must-Have. Ein Must-Have, was ich aber empfinde, ist von The Body Shop das Camomile Gentle Eye Make-Up Remover Gedönsen. Hatte ich im Adventskalender drin, den mir ja mein Freund geschenkt hat.
Danke. Und das hier ist wirklich ein guter Augen-Make-up-Entferner. Also das habe ich mir dann auf ein wiederverwendbares Wattepad gegeben. Da habe ich ja von Norville oder halt so andere, auch die Washis und so weiter. Ich habe ja einige mittlerweile. Genau, und habe das dann zusammen auf meine Augen gelegt, habe das ein bisschen einwirken lassen und dann vorsichtig das runtergenommen. Das hat auch sehr, sehr sanft und sehr zuverlässig das Augen-Make-up entfernt. Und sollte ich irgendwann in diesem Universum kein Augen-Make-up-Entferner mehr in meinem Backup haben, würde ich mir das hier schon nachkaufen, weil ich das einfach gut fand. Doch, das hat mir echt gut gefallen. Ne? Wirklich, war gut. Ein Produkt, was ich großartig fand, How Cosmetics Indigo Child Meditative Soothing Cream. Ihr kennt ja die... das Pearl Shine Elixier, was ich euch ja immer mal wieder so als Primer zeige. Und ja, How Cosmetics hat jetzt auch noch eine Gesichtscreme rausgebracht und ein Fixing Spray. Das Fixing Spray ist ebenfalls in reger Anwendung. Aber hier die Tagescreme bzw. Nachtcreme bzw. allgemeine Creme habe ich leer gemacht. Und es ist so ein schöner Glastiegel. Sieht nicht nur richtig scharf aus. Also ich finde die Optik schon mal ziemlich geil. Es riecht auch wundervoll. Ich habe es als Tages- und als Nachtcreme verwendet. Ne? Ich hätte mir am Tag tatsächlich am besten noch einen Lichtschutzfaktor drüber geben sollen, weil da kein Lichtschutzfaktor mit drin ist. Aber es hat meine Haut wirklich gut versorgt mit Feuchtigkeit. Es hat alles smooth gemacht. Es hat sich wundervoll angefühlt. Und ich konnte danach halt auch ein Make-up tragen zum Beispiel. Also ich konnte mir Foundation drauf machen und brauchte nicht noch extra einen Primer, weil das hier kannst du auch als Primer verwenden. Ja, auf jeden Fall eine richtig geile Produktempfehlung von mir. Und auch hier bewahre ich den Tiegel auf, weil ich Vanessa fragen möchte, ob sie es haben will. Zack. Dann habe ich einen Toner leer gemacht von Hey Organic Nourishing Face Tonic Cactus. Den fand ich doof, den mochte ich nicht. Den hatte ich im Adventskalender, hat mir nicht gefallen vom Duft. Hat auch ein bisschen gekribbelt auf der Haut, also war halt auch nicht so ganz optimal bei mir, finde ich. Also würde ich mir nicht nachkaufen, würde ich auch nicht so empfehlen. Nö. Genau, wir sind ja noch im Gesicht, ne? Dann habe ich hier eine Zahnpasta, Oral-B Professional Zahnfleisch und Schmelz Pro Repair Original. Habe ich von meiner Zahnarzthelferin meines Vertrauens mitgegeben bekommen, weil ich mittlerweile einfach so ein bisschen freiliegende Zahnhälse habe. Und zahnschmelzmäßig, dass sich auch nicht mehr ganz so gut verhält bei mir. Und dementsprechend sollte ich dann auch etwas gute Zahnpasta verwenden. Und dann hat sie mir die mitgegeben. Und sollte ich irgendwann mal keine Zahnpasta mehr hier haben und ich habe durch die ganzen Boxen einen sehr guten Nachschub bekommen, ist das aber auf jeden Fall eine Geschichte, die ich empfehlen kann und nachkaufen würde, weil sie halt wirklich pflegend ist. Ne? Also sie macht auch weiße Zähne, das muss ich auch dazu sagen. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Ne? Also ich habe ja generell schon von Natur aus recht weiße Zähne und trotz meines Kaffee, Tee und Co-Konsums sind meine Zähne noch so weiß, wie sie sind. Sie wären noch weißer, wenn ich das alles nicht tun würde. Aber gut, ja. Ne? Auf jeden Fall eine coole Zahnpasta, kann ich empfehlen, ist geil. Wenn die mal in der Beautybox drin wäre, würde ich das übrigens feiern, weil die wirklich gut ist. So, ich habe noch hier zwei Lippenbalsams. Genau. Habe ich auch leer gemacht? Nein, habe ich nicht leer gemacht. Habe ich tatsächlich aussortiert. Auf jeden Fall den Eos Lip Balm. Das ist dieser hier. Ja, diese Eier. Also hier ist... Ich habe den nicht ganz, ne? Ich habe da schon so einen Hubbel habe ich aufgebraucht. Aber ganz ehrlich und ohne Witz jetzt, der trocknet meine Lippen eher aus, als dass er sie mit Feuchtigkeit versorgt. Und deswegen, ciao. Ähnlich verhielt es sich bei diesem Lavellino, den ich hier auch hatte. Und den habe ich tatsächlich fast aufgebraucht. Also, ne? Da ist zwar bestimmt noch ganz viel unten drin, aber ganz ehrlich, diese Eier, die mag ich nicht mehr. Weil ich finde irgendwie, dass die bei mir nicht pflegend genug sind. Nee, dann nehme ich lieber ein ordentliches Lippenöl oder dergleichen. Oder ich habe auch noch andere Produkte von Eucerin zum Beispiel, die ich richtig gerne verwende. Oder von Dr. Pierre Ricot habe ich ja auch noch eins. Das liegt hier immer. Das benutze ich immer zwischendurch, die Cold Cream. Das ist diese hier, ne? Die kannst du sehr, sehr gut jetzt im Winter verwenden. Ja, aber sowas hier, das trocknet leider meine Lippen aus. Ciao, werde ich auch nicht wieder kaufen. Sehr, sehr viele Gesichtsseren bzw. Ampullen habe ich leer gemacht. Ich fange einfach mal an mit diesem hier. Das ist von Balea, das Gute-Nacht-Konzentrat regenerierend. Habe ich von der lieben Jana mit J aus dem Adventskalender. War okay. Hat mich aber nicht vom Hocker gehauen, weil ich den Duft sehr
interessant fand, sage ich mal. Ne? Also du hast hier wirklich eine 7 Tage Ampullenkur mehr oder weniger. Das Ganze kommt halt etwas silikonig daraus und du machst es dir auf dein Gesicht. Und irgendwie ist es schon cool und macht auch was mit der Haut. Aber ich weiß nicht. Würde ich mir jetzt so auch nicht nachkaufen irgendwie. Da benutze ich mir lieber, ne? Da verwende ich lieber ein Gesichtsserum, was so in so einem Fläschchen drin ist, wo du mehrere Anwendungen drin hast und das über einen längeren Zeitraum nehmen kannst. Ist eher so meins, wobei ich das hier dann vielleicht mehr so als Maskenersatz für mich gesehen habe. Aber nee, war nicht so meine Welt irgendwie. Etwas, was ich aber gut fand, ist von Shabens hier das Beauty Lift Serum. Na, jetzt ist hier alles verrutscht. Auf jeden Fall sind hier noch diese 3 leeren Sachets drin, die ich hier habe. Habe ich auch abends verwendet tatsächlich, als Nachtserum quasi. Das hat schon ein bisschen mehr gemacht, weil es halt auch irgendwie Feuchtigkeit gespendet hat. Also das war schon intensiver als das von Balea. Ja, hat mir dann auch etwas besser gefallen. Faltenfiller, Spannkraft, Hautglättung, das auf jeden Fall. Also ich habe sowas auch gerne verwendet, wenn ich vorher ein Gesichtspeeling gemacht habe. Das heißt, ich habe das nicht 3 Tage in Folge verwendet, sondern so an den Tagen, dienstags und freitags, wenn meine Haut halt nach dem Reinigen und der Pflege und der Dusche halt wirklich intensivere Nachpflege brauchte. Das habe ich dann hier mitgemacht. Das hat mir gut gefallen. So, Glow Up von Isana. Da haben wir schon die erste richtige Ampulle. Das habe ich bekommen von der lieben Marion, glaube ich. Ne? Marion, das habe ich von dir. Da habe ich mir draufgeschrieben, geil, glow, leicht ölig, sehr feuchtigkeitsspendend und von Marion. Genau, ich habe es von Marion. Genau. Ja, fand ich auch ganz cool. Hat auch richtig schön geduftet, hat auch Glow gegeben und irgendwie, ich fand es irgendwie scharf. Irgendwie fand ich es echt geil. Genau. Ja, ne? Hier ist noch die Ampulle, die leer ist. Übrigens keine Angst davor haben mit diesen, ne, weil ich habe von mehreren schon die Anfrage bekommen, oh Claudia, hast du keine Angst, dass du dann irgendwie Glassplitter auf die Haut bekommst? Nee, also ich habe tatsächlich zum einen, für diese Ampullen, diese Abbrechhilfen, die gab es ja immer wieder so von Barbour und so mit dabei. Die habe ich bei mir im Spiegelschrank stehen und sonst nehme ich halt ein Tuch und breche das ab, wenn das halt nicht drauf passt. Aber ich habe da jetzt noch keine Probleme gehabt, dass der Glassplitter von diesem Ampullenvieh, ne, weil du musst ja oben abbrechen, dass das irgendwie auf mein Gesicht gekommen wäre oder so. Also da wirklich keine Sorge. Ja, jetzt habe ich hier noch 6 weitere Ampullen stehen. Ich fange mal an mit dem Alverde Balance Konzentrat. Das ist dieses Produkt hier. Das fand ich eigentlich von den ganzen Alverde Ampullen, die im Adventskalender drin waren, mit am schlechtesten, weil es am wenigsten gewirkt hat. Also irgendwie hätte ich mir das aufgegeben oder nicht, hätte gar keinen Unterschied gemacht. Deswegen für mich keine Empfehlung von dem Produkt. Nö. Dann habe ich hier von Isana Glow Up Konzentrat. Das ist ganz geil gewesen. War halt genauso wie das Glow Up, was ich euch eben gezeigt habe. Empfehlenswert, hat Glow gegeben, Feuchtigkeit gespendet und hat mir richtig gut gefallen. Also ob man das aus dieser Rosen Limited Edition nimmt oder eben das ganz normale, ist Jacke wie Hose, weil die Wirkungsweise oder Wirkungskraft ist schon sehr vergleichbar. Dann habe ich hier auch von Alverde aus dem Adventskalender Sensitive Elixier. Das hat mir richtig gut gefallen. Warum halte ich das in die Kamera? Keine Ahnung, es ist eine leere Ampulle, Leute. Das hat mir wirklich gut gefallen, weil das halt meine Haut auch schön gepflegt hat und ja, meine Haut auch beruhigt hat. Ne? Halt sensitiv passt bei meiner Haut wirklich ganz gut aktuell. Jetzt gerade mit dieser ganzen Wintergeschichte ist meine Haut etwas gereizter, etwas trockener als sonst und braucht einfach deutlich mehr Pflege. Deswegen ist auch hier tatsächlich im Bereich Skincare im Januar recht viel leer geworden. Dann habe ich hier eine Barbour-Ampulle Perfect Glow, das ist diese hier. Die hat auch dem Gesicht wieder etwas Glow gegeben und hat auch gut getan. Und ja. Aber ob man da jetzt tatsächlich die teuren von Barbour nehmen sollte oder die von Isana, sei jedem selbst überlassen. Ich persönlich würde, wenn ich mir welche kaufen würde, ich habe noch einige im Backup, tatsächlich die von Isana kaufen, weil die Wirkung ist klasse. Ja, nochmal von Alverde, das Balance-Konzentrat habe ich aufgebraucht. Ne? Hat wie gesagt nicht so wirklich was gemacht. Und nochmal das Sensitive Elixier leer gemacht. War ganz gut. So, damit sind wir mit den Ampullen durch, kommen wir zu den Masken. Da habe ich einmal von Maison Meunier, das ist glaube ich aus der Vegan Beauty Basket gewesen, Purifying Face Mask mit Green Tea Rose and Neroli. Genau, das ist so eine Mehrfachanwendung gewesen. Da stand nicht drauf, wie lange man das drauf lassen sollte. Ne? Das ist halt hier so eine Mattmask, ne? Also so eine Schlammmaske mehr oder weniger. Hat gewöhnungsbedürftig gerochen. Mit einem Hauch von Rose, also das riecht wirklich wie ein ganzer Parfümladen vor 60 Jahren.
ja, sehr, sehr oldschool, ne? Ja, habe ich mir mit dem Pinsel aufgetragen, hat aber so gut getan. Also immer, wenn ich so kleine, anfängliche Pickel hatte, habe ich mir das dann direkt auf das Gesicht gegeben, habe mir dann in der Zeit, wo es halt eingewirkt hat, ne, den Körper eingecremt und so und alles ganz entspannt und langsam gemacht und dann quasi nach 20 Minuten habe ich das abgewaschen. Fand ich dann echt geil von der Wirkung her. Wenn man den Duft halt so lange ertragen kann, ist das vollkommen eine Empfehlung von mir. Es ist aber wirklich eine Hausnummer mit dem Duft, Leute. Das muss ich wirklich sagen. Allerhand Masken sind leer gegangen. Sage Lütken, wann habe ich das denn gemacht? War das alles im Januar? Manchmal denke ich echt, alter Schwede, okay. Von Shams Cherry Sorbet Maske, das ist hier eine Anwendung gewesen, genau. Da waren zwei drin. Eine habe ich schon leer gemacht und die andere war hier unten noch drin. Oder habe ich nur eine gehabt? Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall hat mir die echt gut gefallen. Das ist halt eine Maske, die ist so halb durchsichtig. Die ist dann halt quasi, dass du dir, als würdest du dir so eine Folie aufs Gesicht legen vom, sieht so aus, ne? Die halt so ein bisschen rot schimmert oder nicht schimmert, sondern rot. Weißt du, was ich meine? Sie sieht halt rot aus, aber es ist halt nicht rot deckend. Das ist so ähnlich wie bei der Lady hier drauf, ne? Auf jeden Fall ist das halt eine Maske, die du nachher auch mit einem Wattepad abnimmst oder eben abwäscht. Ich wasche mir sowas eigentlich immer ab und nehme mir das weniger mit dem Wattepad ab. Erfrischt und belebt definitiv, weil sie halt auch irgendwie kühlend war von der Wirkung her, ne? Also hat mir ganz gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Und ich habe auch mir wirklich ein ganzes Pöttchen davon pro Anwendung aufs Gesicht geknallt. Echt. Von Shams, die Anti-Pickel-Maske fand ich richtig gut. Antibakteriell vermindert den Hautfettgehalt. Ja, das ist so ein zweischneidiges Messer. Habe ich von Jana mit J aus dem Adventskalender. Einerseits möchte ich ja ganz gerne, dass meine Haut nicht mehr trocken ist, sondern dass sie Feuchtigkeit bekommt. Andererseits habe ich ja dadurch, dass sie so trocken ist, auch Unreinheiten. Das heißt, ich verwende auch punktuell auf meine Unreinheiten Teebaumöl. In dieser Maske ist schon Teebaumöl drin und Panthenol. Ich fand jetzt ehrlich gesagt nicht, dass diese Maske austrocknend war. Also so auf den ersten Gefühl. Ich habe ja beide Sachets auch verwendet. Meine Haut hat sich dadurch nicht furztrocken angefühlt. Ich habe danach ja sowieso auch eine Feuchtigkeitspflege und so verwendet, aber ich finde einfach, dass sie geholfen hat. Also, dass sie meine Haut auch wirklich gereinigt hat und das hat mir einfach gut getan und gut gefallen und deswegen würde ich die auch empfehlen, selbst bei trockener Haut. Denn auch bei trockener Haut sollte man auch Anti-Pickel-Produkte verwenden, wenn man Pickel hat. Wie willst du es sonst machen, ne? Ist halt schwierig. Gut, dann hatte ich hier von Balea eine Maske, die Tuchmaske Magical Team. Ja, die sollte Feuchtigkeit spenden und ein magisches Dufterlebnis geben, hatte ich von Lea im Adventskalender. Hat mir ja ganz gut gefallen. Sehr angenehm und feuchtigkeitsspendend. Leider minimale Würstchenbildung, ne? Also die hat mir halt gut gefallen. Das habe ich hier auf diesem wunderschönen Zettel geschrieben. ja, ne? Das einzig Blöde war halt die Würstchenbildung. Aber das lag halt daran, dass ich die halt recht lange wahrscheinlich draufgelassen habe und dementsprechend die dann mit zu viel Produkt und dann angetrocknet und so und deswegen Würstchenbildung. Aber sie war halt Feuchtigkeitsspendend, das hat mir gut gefallen. Dann habe ich hier von Isana die Tuchmaske Botanical mit Chiasamen und Brokkoli. Sofort frische Kick hydratisiert die Haut, das ist diese hier. Die fand ich ganz cool, die hatte ich mir auch mal geholt. Man fühlt sich ein bisschen witzig, weil ich glaube, die war echt grün. Ja. Hat mir aber ganz gut gefallen. Also muss ich auch wirklich sagen, die ist halt relativ schnell trocken geworden, aber sie hat in der Zeit, wo sie drauf war und wo sie halt auch noch schön feucht war, ordentlich Feuchtigkeit gespendet und meine Haut gut getan. War aber eine limitierte Edition, wie ich das hier gerade sehe, ne? Ist ein bisschen schade. Ja, dann habe ich hier von Kneipp die Peel-Off Mask leer gemacht. Cleanses and Purifies Pores mit Kamille und Honig. Das ist so eine Zweimal-Anwendung. Da habe ich auch beide leer gemacht. Da fand ich ehrlich gesagt die von Shams besser. Also die hat halt auch besser quasi die Pickel reduziert. Die hier fand ich eher, obwohl es eine Peel-Off Mask war, Feuchtigkeit spendend. Das war sehr merkwürdig. Muss ich wirklich sagen. Das war sehr, sehr merkwürdig. Wahrscheinlich wegen dem Honig, ne? Aber, ja. Tat nicht weh. Diese Peel-Off-Maske. Ja. Dann habe ich hier eine von Innisfree My Real Squeeze Mask mit Acai-Beere. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Ich glaube, entweder habe ich mir die mal im TK Maxx geholt oder ich hatte die mal in einem Tauschpaket drin. Die fand ich ganz cool, weil die halt wirklich so den Duft von Acai-Beere hatte und gleichzeitig so ein ganz cremiges Gefühl. Also die war halt auch so richtig mit weißer
Schmiere, also ne, weißes Serum, was oder so milchig, ne? Und das hat sich richtig gut angefühlt. Das hat meine Haut so schön mit Feuchtigkeit versorgt. Also richtig geil. Ich weiß gar nicht, was solltet ihr denn machen? Rich Cream Type Real Mask Enriched with ja, Nourishment, bla bla bla. Leaves the skin resilient and full of life. Ja, mein Gesicht war voll von Leben, als sie abgenommen wurde. Kann ich empfehlen. Dann habe ich hier von Alverde die feuchtigkeitsspendende Maske mit Hyaluronsäure gemacht. Hydro. Ich fand sie nicht so feuchtigkeitsspendend, wie sie sein sollte. Die hatte ich entweder im Adventskalender drin oder mal im Tauschpaket. Ich weiß das nicht. Ich habe hier gar keinen Sticker drauf gemacht und nichts drauf geschrieben. Hier steht drauf für 1 bis 2 Anwendungen. Ich habe es tatsächlich in mein komplettes Gesicht, Hals und Dekolleté geklatscht. Komplett ist eine Crememaske. Hat aber echt nicht so den pflegenden Effekt gehabt. Deswegen, das würde ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Dann habe ich hier von Animals Mask Bar das mit Elch. Den habe ich gemacht. Den Elch, ja. Es sah halt witzig aus, aber hat nicht wirklich gepflegt, muss ich gestehen. Ne? Also das sollte ja hydratisieren, aber war jetzt nicht so der absolute krasse Effekt, den ich da mit bei hatte. Hatte ich in einem Tauschpaket mit drin und ja, ne, war ganz cool. Aber ja, würde ich mir jetzt so nicht nachkaufen, muss ich gestehen. Halt vielleicht von der Optik, um halt ein witziges Insta-Bild zu haben. Aber jetzt von der Feuchtigkeitspflege her bevorzuge ich dann doch eher andere Masken. Zum Beispiel diese hier. Da ist ein Haar dran. Na, die habe ich von Jana mit Y aus dem Adventskalender. Das ist die Eisbar Vita Mask. So ein Bärchen. Du hast natürlich leider kein Bärchen im Gesicht. Ich habe hier drauf geschrieben, ganz viel Serum, ganz tolles Ergebnis. Mega geil. Also das hat auch wirklich der Haut richtig ordentlich Feuchtigkeit gegeben. Und Vita Mask hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Richtig, richtig cooles Produkt. Wirklich geil. Dann habe ich diese hier benutzt. Das ist von Chiara Ambra, seidige Feuchtigkeitsmaske mit Wiesenschaumkraut. Jau. Ich habe hier drauf geschrieben, kalt brennt, nee, kalt brennt, kalt feucht sehr. Warum mache ich mir da solche Notizen drauf? Also ich weiß, was ich damit sagen wollte, aber das ist bekloppt. Okay, also es ist halt so gewesen, dass es erst kalt war, dann hat es gebrannt, dann war es wieder kalt und dann war es sehr, 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 sehr feuchtigkeitsspendend. Also wenn man halt quasi diesen Moment des Brennens überwunden hat, war sie gut. Aber ich würde sie jetzt so nicht nochmal nachkaufen, weil ich glaube, die war auch in der Box mit drin und die war auch relativ teuer. Ja, da kann man dann besser eine nehmen, die halt wirklich feuchtigkeitsspendend und angenehm ist. Ne? Das wäre mal so eine Idee. Da habe ich zum Beispiel die Maske Kaktus von Balea. Die spendet intensive Feuchtigkeit mit Kaktuswasser und Aloe Vera erfrischend. Die habe ich von Sandra aus dem Adventskalender und da muss ich wirklich sagen, jau, die ist wirklich erfrischend und wirklich feuchtigkeitsspendend. Die habe ich verwendet, nachdem ich eine Peel-Off-Maske verwendet habe. Die kommt gleich auch noch, glaube ich. Ja, die kommt gleich noch. Das habe ich gerne nämlich gemacht, dass ich eine Peel-Off-Maske gemacht habe diesen Monat und danach direkt eine feuchtigkeitsspendende Maske verwendet habe. Mega gut. Kann ich euch voll empfehlen. Es ist eine Limited Edition. Mist, vielleicht gibt es die noch. Wäre schön, wenn. Also, das war echt eine geile Geschichte. Hat mir richtig gut gefallen. Ich fand das einfach vom... Weißt du, ich habe die nach diesem Peel-Off-Gedönsen drauf gemacht, wo meine Haut echt irritiert war, dann ja nach dem Peel-Offen. Und dann hat es einfach so... Meine Haut hat es richtig aufgesogen, ne? Es war ja alles schön geöffnet und schön vorbereitet. Und ich habe danach echt diesen Effekt gehabt oder dieses Gefühl, als hätte mein Gesicht die sämtliche Feuchtigkeit aus dieser Maske rausgezogen und wäre voll versorgt mit allem, was es braucht. Mega. Von Eborian Korean Skin Therapy habe ich die Glow Eye Patches leer gemacht. Das sind diese hier. Ja, die waren okay. Ne? Die hätte sie entweder hier hinkleben können oder hier oben hin. Und ja, ne, waren halt Under Eye Patches. Under Eye Patches helfen bei mir eigentlich fast immer, dass ich dann halt auch für den Morgen oder für den Tag halt unten alles soweit aufgeplammt habe und alles schickimicki ist. Aber ja... Ne, ob das jetzt so teure sein müssen, sei mal dahingestellt, habe ich, glaube ich, gratis mit dabei gekriegt, als ich mir ein Produkt von Eborian gekauft habe. Oder ich habe mir das Produkt gekauft, um ein anderes gratis dazu zu kriegen. Ich weiß es nicht. Gebraucht hätte ich es wahrscheinlich nicht, weil ich habe noch genug da. Meine Herren, ich rede, glaube ich, eine halbe Stunde heute über Masken.
Entschuldigung. Von Cadea Vera habe ich diese Glitter, Pink Glitter Peel-Off-Maske für einen strahlenden Glow-Effekt mit Himbeerextrakt und zartem Glitzer von der Jana mit J aus dem Adventskalender aufgebraucht. Die habe ich in Kombination mit den Kaktusmasken verwendet. Die war gut, doch, wirklich. Also war besser als gedacht. Ich habe zwar keine Haut unter 25, so wie es hier drauf steht, aber es hat auf jeden Fall geholfen, um kleinere Unreinheiten schon mal wegzunehmen und das Gesicht schon mal vorzubereiten für das, was so danach kommt. Deswegen sehr, sehr gut. Ja, hier habe ich wieder Augenpatches, Patchologie, Flashpack, Illuminating Eye Gels, bla bla bla. Kommt auch aus irgendeinem Adventskalender. Waren halt wieder Under-Eye-Patches, die waren gut, die haben mir gefallen. Ich glaube, das waren auch welche, die halt, das waren so ganz, ganz dünne Gel-Patches. Oder war das bei Eborian? Das weiß ich gerade gar nicht. So ganz, ganz fein und so. Und da musste man aufpassen, dass man wirklich alle Folien abzieht und so, damit man das auch alles tutti hat. Hat mir aber gut gefallen, doch. Eine Lippenmaske, die mich sehr, sehr positiv überrascht hat, ist von Miquara oder Mikara Kopenhagen, die Lipmask Luxurious Golden Hydrogel Lip Mask with Collagen. Das hat tatsächlich jetzt gerade so im Winter meinen Lippen sehr, sehr gut geholfen. Gerade nach dieser ganzen Geschichte mit den viel benutzten Lippenpflegestiften, ne? Die musstest du auch wirklich ganz, ganz krass abziehen, dass du nachher nur noch dieses ganz, ganz dünne Gel-Patch hattest und dir es auf das Gesicht, auf die Lippen gelegt hast, war wirklich gut. Hat mir gut gefallen, hat meine Lippen auch so ein bisschen aufgeplumpt. Aber dieser Effekt hält dann wirklich nur für ein paar Stündchen an. Das ist jetzt nicht für die Ewigkeit, ne? Schön wär's. Letzte Maske, die ich hier verwendet habe, ist die von Balea und zwar die straffende Folientuch-Gesichtsmaske. Die fand ich furchtbar. Ich habe aufgeschrieben, zieht nicht ein, klebt, rutscht, sieht doof aus, macht Pickelchen. Und witzig ist, ich habe die auf Instagram mit euch zusammen geteilt, während ich die verwendet habe. Und da haben mir tatsächlich drei Leute auch geschrieben, Claudi, genau das gleiche Hautbild wie das, was du danach gezeigt hast, hatte ich auch, als ich die verwendet habe. Das scheint also nicht so das beste Produkt von Balea zu sein, aber Balea hat ja auch durchaus sehr, sehr gute Produkte, zum Beispiel die Folientuch-Gesichtsmaske, die es auch in Blau gibt, die finde ich richtig geil. Aber die hier kannst du vergessen. Kommen wir zu ein bisschen aufgebrauchter dekorativer Kosmetik. Und atmet einmal tief durch, genau. Da habe ich einmal von Alverde das fixierende Spray Hydro Schlag mich tot verwendet. Ja, fand ich jetzt nicht so bombastisch, muss ich gestehen, ne? Würde ich mir andere nachkaufen, das fand ich eher wie so ein Wasserstrahl und nicht wie ein Fixing Spray, was dann auch mein Make-up fixiert. Es war eher erfrischend, als dass es irgendwas fixiert oder irgendwelche Texturen miteinander verbunden hätte. Würde ich mir nicht nachkaufen. Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich dieses Jahr meine komplette aufgebrauchte dekorative Kosmetik sammeln werde, so wie das auch viele andere YouTuber machen, und am Ende des Jahres einfach mal ein Resümee ziehe, wie viel ich pro Kategorie aufbrauche, um zu sehen, was ich wirklich aufbrauche, ne? Wie viele Produkte sind das eigentlich und was müsste ich mir dann theoretisch mal irgendwann nachkaufen, wenn überhaupt. Dann habe ich eine Mascara leer gemacht, die ich jetzt so, so gut finde. Die gibt es auch in anderem Packaging im Standardsortiment, und zwar von Essence die Volume Stylist 18 Stunden Curl and Hold Mascara. Die habe ich aus der Good Vibes Good Memories Limited Edition, die es vor einem Jahr gab, glaube ich, oder einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Frühling gab es die, ne? Genau. Fand ich schön. Echt. Die hat die Mascaren richtig gekurlt, verlängert und irgendwie sah echt geil aus. Und die hast du schwer abbekommen. Also die war so halbwasserfest. Hat mir richtig gut gefallen. Fand ich klasse. Eine weitere Mascara habe ich aufgebraucht. Und zwar hier von L'Oreal, die Paradise Ecstatic Mascara. Die habe ich aufgebraucht in einem Video mit euch zusammen tatsächlich. Eine meiner absoluten Lieblingsmascaren, weil die echt ein schönes Ergebnis macht und ein super Tube zu der Better Than Sex ist. Ne, so schaut sie aus. Es ist jetzt so ein Bürstchen, Kunsthaarbürstchen, was in der Mitte quasi dann nochmal so ein bisschen sich verjüngt. Also, ja, ne, es macht halt wunderschönen Schwung, fächert die Wimpern schön auf, verlängert alles, macht alles echt großartig, ne. Voll meins. Eine, die ich mega geil fand und wo ich echt positiv überrascht war, ist hier die von Aiko. Oder Aieko Lash Alert Mascara. Die ist so, so gut. Die habe ich in meinem ganz normalen Alltag verwendet. Also morgens einfach drauf gemacht. Und ich konnte mich darauf verlassen, dass ich diese Mascara verwende und meine Wimpern echt so einen Wawawum-Effekt bekommen haben. Also das fand ich wunderschön. Hat mir extrem gut gefallen. Kann ich wirklich empfehlen. Und auch die ist tatsächlich im Januar leer gegangen. Also sind drei Mascaren leer gegangen.
Wow, fand ich echt krass, ne? Dann habe ich hier von Nutra Brow den Eyebrow Enhancer leer gemacht. Das ist ein Produkt, was wir im Glossybox Adventskalender gefunden hatten. Und das sollte ja machen, dass quasi deine Augenbrauen heftiger werden. Ich habe das wirklich ab Tag 1 des Öffnens vom Adventskalender von Glossybox verwendet. Und ich muss leider gestehen, dass dieses Produkt nicht dazu geführt hat, dass meine Augenbrauen sich in irgendeiner Art und Weise verändert haben. Das Einzige, was mir bei meinen Augenbrauen bislang geholfen hat, ist das Rizinusöl. Wirklich, ohne Witz jetzt. Da brauchst du nicht so ein teures Produkt für. Meine Meinung. Und dann habe ich hier von Clinique. Das ist ein Produkt, was ich gerne mochte. Quickliner for Eyes Intense. Das ist einfach ein Eyeliner gewesen. Den kannst du als Kajal oder als Eyeliner verwenden. Also eigentlich ist es eher so als Kajal gedacht, glaube ich. Ja, ne? Ist halt so ein Rausdrehprodukt gewesen. Ist jetzt halt leer. Und ja, ne? Braun fand ich auch ganz cool. Für meinen Alltag auch sehr, sehr schön. Also fürs Büro. Das war dann halt auch ein bisschen dezenter. Und ne? Hat mir gut gefallen. Fand ich klasse. Dann habe ich ein weiteres Fixing Spray leer gemacht von 183 Days bei Trended Up, das Fix and Summer Glow Finish Spray. Das fand ich auch wundervoll, das hat mir richtig gut gefallen. Das habe ich halt letztes Jahr im Sommer schon gekauft und es war nicht mehr so viel drin. Das habe ich dann jetzt einfach aufgebraucht. Ja, das hat halt nicht nur das Make-up fixiert und auch wirklich, wirklich fixiert. Also das ist richtig gut gewesen, sondern es hat tatsächlich auch noch so einen leichten Glow-Effekt gegeben. Und da meine ich nicht, dass du Glitzerpünktchen im Gesicht hattest, sondern es war ein Glow. Und das fand ich schön. Das muss ich wirklich sagen. Ich mag 183 Days ehrlich gesagt nicht so ultra gerne. Aber das Produkt mochte ich mega. Dann habe ich hier noch ein Parfüm leer gemacht und zwar von Elizabeth Arden, das White Tea Parfüm. Das fand ich wirklich schön. Das war sehr leicht, sehr dezent, sehr bürotauglich, sehr pudrig, wirklich angenehm. Und ja, ne? Kann ich sehr empfehlen. Hat mir gut gefallen. Es ist so schon parfümiert, also was ja Parfüm ist, ne? Aber so dieses Sanfte, ne, so wie auf Wölkchen und jetzt nicht dieses Kapuff, da bin ich. Ne? Deswegen, das ist echt bürotauglich. Ja, das letzte Produkt habe ich jetzt hier reingelegt, weil ich einfach nicht mehr weiterkomme mit diesem Produkt. Und zwar ist es von NARS ein Lippenstift tatsächlich. Ich krieg's einfach nicht mehr angespitzt. Ich habe zwei Spitzer hier. Einen von Douglas habe ich hier und einen von, von For Your Beauty, genau. Habe ich beide probiert, hat beide nicht mehr angespitzt. Anfangs hat er das angespitzt, aber jetzt nicht mehr und ich weiß nicht warum. Dann habe ich noch einen Anspitzer für Stifte, den ich bei uns im Schreibtisch liegen habe. Habe das versucht, hat auch nicht funktioniert. Man sieht es wahrscheinlich, wie sehr ich daran rumgenudelt habe, aber da es halt Plastik ist, ich kriege den nicht mehr weiter angespitzt. Ich weiß nicht, da ich ja die Produkte aufbewahre, könnt ihr mir gerne, wenn ihr dieses Video seht und eine Idee habt, unten in die Kommentare reinschreiben, wie man diesen Stift noch irgendwie angespitzt bekommen könnte, weil ich liebe diese Farbe. Ich finde die so, so schön. Das ist eine richtig geile Farbe. Habe ich so gerne getragen. Und ich würde ihn gerne komplett aufbrauchen. Aber ich kriege den nicht mehr angespitzt. Ich weiß nicht, warum dieser Anspitzer nicht mehr funktionieren will. Hier hinten ist auch kein Anspitzer drin oder so. Ne? Das ist einfach nur ein Loch. Das ist nur die Kappe. Die hat sich auch schon gelöst, weil ich da etwas rabiat dran rumgeruckelt hatte. Und irgendwann hatte ich das Ding in der Hand. Geil. Und ja, also schreibt mir das gerne. Wie gesagt, das wird jetzt ja sowieso hier bis zum Jahresende aufbewahrt. Wenn noch irgendwer eine Idee hat, gerne unten reinschreiben. Weil es war auch kein günstiges Produkt. War, glaube ich, im ASOS Adventskalender drin. Genau. So, das war die dekorative Kosmetik. Dann habe ich jetzt noch ein paar Pflaster aufgebraucht. Das hatte ich mal in einem Tauschpaket drin gehabt. Ist das nicht unfassbar geil? Von Hansaplast, Disney Frozen. Oh, so schön. So, so schön. Auf jeden Fall waren die Pflaster auch entsprechend bedruckt, ne? Mega geil. Hintergrund des Ganzen war, ich hatte Fußwarzen. Passiert, ne? Und da habe ich mir dann halt von Wartner so eine Tinktur immer drauf gemacht und habe dann darüber dann die Pflaster geklebt. Und ja, ne? Deswegen sind die jetzt leer gegangen und sind einfach, ja. Ich habe zwar die Menstruationstasse, muss aber ab und zu noch Tampons verwenden, wenn ich jetzt irgendwie etwas stärkere Tage habe, sodass die überläuft oder wie auch immer. Oder ich kriege die morgens nicht rein, verwende ich Tampons. Egal welche. Ne? Ich bin da nicht so wählerisch. Da habe ich jetzt hier von Rewe Beste Wahl die Tampons in normal 32 Stück leer gemacht. Ne? War auch nicht mehr das meiste drin, jetzt sind sie leer. Eine Bananenfeile habe ich aufgebraucht und zwar von Essence. Die ganz normale, die man so kennt. Da habe ich hier jetzt die Verpackung. Ne? Ich finde die nicht so gut, muss ich gestehen. Aber ich kaufe mir die halt immer nach, weil die halt günstig ist.
wenn du irgendeine gute Bananenpfeile kennst, das nennen die sich wirklich Bananenpfeile, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ja etwas neuer in diesem Nail-Business, weil ich ja keine Gelnägel mehr habe. Schreib mir gerne deine Empfehlung zu guten Nagelfeilen unten in die Kommentare. Aktuell verwende ich noch die aus dem The Body Shop Adventskalender, weil die sehr, sehr praktisch sind. Denn sobald quasi die eine Schicht sich aufgebraucht oder abgenutzt hat, löst die sich ab und darunter ist schon wieder eine neue Schicht. Also das ist wirklich so eine sehr, sehr geil aufgeschichtete Nagelfeile, die sehr, sehr nachhaltig ist, weil sie halt nicht einfach weggeschmissen werden muss. Ne? Das sind halt ganz viele Schichten untereinander. Sehr, sehr geil. Ne? Sehr geil. Auf jeden Fall, wenn du dafür eine Alternative hast, schreib mir das. Vor allem irgendwie was Langlebiges oder so. Ja, Slipanlagen müssen sein. Die hier fand ich jetzt echt gut. Von Carefree Cotton Flexiform, 100% luftdurchlässig, langanhaltendes frische Gefühl. Ne, brauche ich, verwende ich. Sind leer. Dann habe ich hier noch so eine Kosmetiktücherbox. Es waren schon mal, dass ich teilweise sogar 3 in einem Monat aufgebraucht habe. Aber hey, wir hatten Schnupfen. Deswegen durfte ich mal eine leer machen. Ne? Und ja, die fand ich schön. Ich mag die. Habe ich hier auch stehen. Ist ganz praktisch. Das hier waren jetzt welche, die nicht aus recyceltem Papier bestehen, die ich hier auf meinem Tisch stehen habe. Die ist jetzt aus recyceltem Papier und ich kaufe mir auch nur noch die recycelten nach. Aber das waren halt jetzt noch so Restbestände. Gut, etwas, was mich enttäuscht hat, ist von Rituals dieser Raumduft. Ich hatte mich sehr gefreut, als ich ihn drin hatte. Habe ihn angemacht, nicht. Ich habe das halt so zusammengesteckt. Ne? Da steckst du halt hier die Holzstäbe rein und dieses Vieh kommt oben drüber, dann sieht das alles hübsch aus. Wir haben kein riesengroßes Badezimmer, ne? Aber es ist halt schon von einer annehmbaren Größe und du hast es nicht gerochen. Das fand ich schade. Nö, hast du nicht gerochen. Voll schade. Naja, das Restmüll kommt hier vorne. Dann habe ich eine Seife leer gemacht von Aleppo. Heißt das Aleppo? Heißt die? Aleppo-Seifen, genau. Ist eine Stückseife gewesen, habe ich zum Pinselreinigen verwendet, fand ich gut. Dann habe ich von Essence I Heart My Brushes Brush Cleansing Gel leer gemacht. Ja, nö, das war nicht so meins. Das fand ich jetzt nicht so optimal. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen, ne? Da verwende ich tatsächlich lieber so Stückseife. Die machen die Pinsel noch etwas besser sauber. Dann habe ich hier eine Juwelkerze aufgebraucht. Ich zeige jetzt ja mittlerweile nicht mehr die aufgebrauchten Kerzen, weil es so viele mittlerweile sind. Die wollte ich euch aber zeigen. Die fand ich schön. Das ist die Together Juwelkerze bei Daniela Katzenberger. Da war eine Kette mit drin, die hat mir auch ganz gut gefallen. Das fand ich alles ganz hübsch. Ne? Also, ja, 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 ich mag Juwelkerzen. Und die mochte ich ganz besonders, auch vom Duft her. Also das war echt ein schöner Duft. Ne? Die hat auch lange gehalten. Ja, ne? Die hat den ganzen Raum erfreut mit ihrem Duft. War halt hier an der Seite gesprungen, als ich die bekommen habe. Deswegen, ja, habe ich die nicht meiner Mama geschenkt, sondern habe die selber behalten. Ansonsten ist es halt so eine typische Kerze, die man halt für die Mama nimmt, so zum Verschenken, ne? Genau. Jetzt kommen wir mal zum Bereich Körper. Jo, wir haben noch Körper und Haare vor uns. Wir kriegen das hin. Isana Nagellackentferner acetonfrei mit Biotin und Aprikosenkernöl, ideal für brüchige Nägel. Das ist halt ein ganz cooler Spender gewesen, wo du halt hier oben dein Pad draufgelegt hast, dein Wattepad oder was auch immer, hast gepumpt, dann ist oben das Produkt rausgekommen, hast dein Pad damit entsprechend getränkt und das hat den Nagellack auch schön runtergenommen. Jetzt habe ich mittlerweile das, wo du halt hier drin so ein Schwämmchen drin hast. Das entfernt mir auch deutlich besser so Glitzernagellack, ne? Das hat das jetzt nicht so unbedingt so gut gemacht. Ja, ne? Aber das kommt jetzt einfach weg, weil, ja. Ich habe mir das auch nachgekauft, weil ich das zum Beispiel für meine Fußnägel noch brauche. Aber auf meine Fußnägel mache ich ja keinen Glitzernagellack. Dann habe ich eine Bodybutter leer gemacht von The Body Shop aus dem Adventskalender von der lieben Jana mit Y. Und ja, die mochte ich von der Anwendung her ganz gerne. Riecht halt nach Mango, ne? Das ist nicht so ganz mein Duft, aber sie hat halt gepflegt. Also es ist halt wirklich wie eine Butter, es ist nicht wie eine Lotion oder wie eine Cream, sondern es ist wirklich dick. Das heißt, man muss es auch ordentlich verteilen, schmilzt, aber sobald du das mit in Kontakt mit der Haut bringst, dementsprechend ist es dann auch wiederum, ne, gut anzuwenden. Ich bin aber kein unbedingter Fan von diesen Bodybuttern, aber ich habe noch ganz viele im Backup. Ganz viele. So, dann habe ich eine etwas andere Körperbutter gehabt und zwar von Cosnature mit Tonkabohne und Karité-Butter. Das ist für sehr trockene Haut und die war aber nicht so von der Konsistenz. Die war tatsächlich cremiger. Na, die ist einfach komplett leer. Super. Die war nicht so dick. Also nicht so oder nicht so fest. Also die war super pflegend. Die hat echt meine Haut toll gefühlt. Oh, die hat gut gerochen. Oh ja, Tonkabohne ist echt geil. Noch. Ne, aber ja,
sie war sehr reichhaltig, sie war sehr gut und sie hat mir sehr gut gefallen. Sie hat mir auch besser gefallen als The Body Shop Body Buttern. Butter. Buttere? Butters. Egal. Ich habe ziemlich viel Körperpflege verwendet, beziehungsweise ziemlich viel Hauteincreme-Produkte, weil ich einfach sehr trockene Haut aktuell habe und mich jeden Tag nach dem Duschen eincreme. Ne? Dann habe ich hier von No Planet B. Body Lotion für seidig schöne Haut mit Bio-Klatschmund, Bio-Hafer-Extrakt und Bio-Sonnenblumenöl. Die fand ich, ja, okay, aber halt eher so lala, muss ich gestehen. Also zum einen fand ich das bei der Anwendung etwas schwierig, weil diese Verpackung ist sehr, 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 sehr hart, sehr fest. Das heißt, du kriegst das Produkt auch schwer rausgequetscht, sodass ich das natürlich am Ende nur noch so gelagert habe und dann immer wieder zugesehen habe, dass das Produkt auch wirklich runterläuft. Wirklich quetschen konnte ich die Flasche nicht, weil gerade wenn du dann auch eingecremte Finger hast, dann flutscht dir das so durch die Gegend, großartig. Den Duft fand ich okay. Hat mich aber nicht umgehauen, hat meine Haut gepflegt, aber auch nicht umhauen gepflegt. Da fand ich die andere, die ich dir eben gezeigt habe, mit der Tonkabohne deutlich besser. Dann habe ich hier einen pflegenden Cremeschaum, wieder ein Körper-Eincreme-Produkt von Bilou, Tasty Donut, eine Schaumlotion. Das ist eigentlich eher so Spielerei. Also das ist überhaupt nichts, was deine Haut in irgendeiner Art und Weise mit großartig viel Feuchtigkeit pflegt. Dementsprechend, wenn du trockene Haut hast, ist es nicht unbedingt das Produkt deiner Wahl. Das habe ich auch wirklich nicht für meine trockenen Hautstellen genommen. Also ich habe es für meinen Körper genommen. Mein Körper ist nicht so trocken, aber meine Ellenbogen zum Beispiel brauchen extrem Pflege. Genauso auch meine Schienbeine, weil ich sonst da echt schuppige und ouchen Hautkriege, sage ich mal. Und da kann ich mit sowas dann nicht wirklich viel anfangen. Ist aber ganz cool, wenn du so einen Schaum daraus kriegst. Es ist dann easy peasy, sich das aufzutragen. Aber die Feuchtigkeitspflege ist dann nicht wirklich gegeben, finde ich. Da hast du eher den Duft und eher dieses Erlebnis, aber weniger die Pflege. So, dann habe ich noch ein letztes Körpereincreme-Produkt. Das war so ein ganz kleines, ne? Das ist von Yves Rocher. Premier Flocon First Snowflakes. Also das hat wirklich ganz toll gerochen. Nach Schneeflocken, ne? Da ist auch noch irgendwie, ne? Das ist eigentlich leer. Das sieht an den Wänden etwas anders aus, aber es ist leer. Es roch halt sehr, sehr angenehm pudrig, ne? Also perfekt passend für den Winter. Ich hatte mir da erst so ein Pumper drauf gemacht, damit ich das Produkt halt rauskriege, denn auch hier hast du sehr, sehr feste Wände, du kriegst es nicht so einfach raus und dann am Ende habe ich das halt über Kopf gelagert und dann immer den letzten Rest da rausgekriegt und hat mir gut gefallen. Muss ich wirklich sagen, war ein schönes Produkt. Dann habe ich für die Füße etwas verwendet und zwar von Kneipp die Sekunden Fußcreme, ein Creme fertig los mit Zitronenverbene und Avocado-Butter. Das war wirklich ein tolles Produkt, ist super schnell eingezogen und hat die Füße wirklich schön gepflegt. Also das kann ich auch empfehlen. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal bei mir leer gegangen und ist auf jeden Fall ein richtig geiles Produkt. Ich habe auch gesehen, die haben sogar eine Sekunden-Handcreme. Aber ich habe so viele Handcremes da. Ich glaube sogar, ich habe das auch schon. Ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall das hier schon zweimal leer gemacht. Geiles Produkt. Riecht halt wirklich nach Fuß, wenn man das so sagen kann. Zweimal leer gemacht von Alverde, die 5-in-1 Fußcreme mit Bio-Limette und Bio-Echinacea, das sind diese hier. Eine davon war bei mir im Adventskalender, das ist diese hier gewesen. Eine davon von Jana mit J aus dem Adventskalender, den sie mir geschenkt hat. Und ich fand die ganz gut. Also das ist jetzt nichts, was einen irgendwie, weiß Gott wie, verändert im Leben. Aber es ist halt eine ordentliche Fußcreme. Ich weiß gar nicht, warum dieses 5-in-1 da steht, was das alles machen soll. Doch, da steht's. Beugt Blasen, Schwielen, Hornhaut, Schrunden, Geruchsbildung vor. Ach so, ich hätte jetzt eher gedacht, dass es irgendwie so ein bisschen pflegend ist. Naja, aber war halt mit natürlichem Kokos- und Jojobaöl, ne? Also hat schon gepflegt, aber, ne? Kein Schlüpperstürmer, wie so manch anderer sagen würde. Auch für die Füße verwendet von Meditao Rosenbalsam, sanfte Pflege für Haut und Narben habe ich für die Füße tatsächlich verwendet. Das war auch ein sehr, sehr festes Produkt, was aber sehr ergiebig war und für meine Füße echt perfekt geeignet war. So ein kleiner Tiegel, der halt auch wirklich angenehm gerochen hat. Halt nicht so nach dieser typischen Fußcreme, das war halt auch mal so ein bisschen was anderes und ich fand es ganz cool und es hat meine Füße schön gepflegt. Da hatte ich wirklich samtige Füße durch, obwohl das eigentlich nicht dafür gedacht war. Nee, weil das eher für Narben so gedacht war, ne? Aber egal, hat mir auf jeden Fall gut getan.
Und dann habe ich hier nochmal eine Fußmaske gemacht von Balea mit Babassu und Macadamienöl. Das ist ein schönes Ding, was ich mir einfach dann einfach abends mal so auf die Füße drauf mache und dann Wollsocken drüber ziehe. Und dann am nächsten Morgen hast du ganz weiche Füße. Das ist halt für mal auch eine ganz schöne Geschichte. Hier steht auch ideal für die Nacht, ne? Kann ich wirklich empfehlen. Ich fand's cool. Dann habe ich noch was in der Dusche leer gemacht. Und zwar dieses Produkt. Das habe ich von der lieben Nathalie bekommen. Oh, Chocolato. Kann ich nicht aussprechen. Ein Bath and Shower Gel mit Kakao. Das hat gut gerochen. Das hat gerochen, als würde ich mit einer Tafel Schokolade unter die Dusche hüpfen. Oh, das fand ich echt angenehm. Das ist voll mein Ding und es hat auch schön gepflegt, muss ich sagen. Also das war nicht nur, dass es mich sauber gemacht hat, sondern es hat so gerochen, als hätte ich all das, was da abgebildet ist, mit unter der Dusche gehabt. Mega geil. Aus dem The Body Shop Adventskalender habe ich hier Juicy Pear. Es ist ein Birnenduschgel gewesen. Jo, war okay, hat mich aber nicht vom Hocker gehauen, muss ich gestehen, ne? Ist halt so. Birne halt. Birne finde ich irgendwie, ich weiß nicht, flasht mich nicht so. Dann habe ich hier so eine Probe leer gemacht von Kneipp, eine Wirkdusche Goodbye Stress. Wasserminze und Rosmarin ist überhaupt nicht meine Duftrichtung. Und habe ich mich danach weniger gestresst gefühlt? Nö. Ja, war aber mal was anderes. War irgendwie witzig, als hätte ich mit unserem Kräutergarten zusammen geduscht. Dann habe ich von Syneo Aura, das habe ich, oh Gott, das habe ich echt gut aufgebraucht, Passion, das Deo-Spray leer gemacht. Ne? Ich benutze ja keine Sprühdeos in dem Sinne mehr, dass du das in Aluminiumflaschen drin hast, sondern versuche weitestgehend auf diese Glasflaschen umzusteigen. Und ja, das fand ich richtig toll. Der Geruch ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber den hast du ja wirklich nur dann in der Nase, wenn du es dir drauf sprühst. Das heißt, sobald du das Badezimmer verlässt, riechst du das auch gar nicht mehr. Ich fand, das hat ganz gut geschützt und das hat mir auch ganz gut getan, hat die Haut nicht gereizt und das hat mir gut gefallen. Also würde ich auf jeden Fall nachkaufen und nachempfehlen und empfehlen. Gibt es bei DM auch zu kaufen und ich habe es zugeschickt bekommen zum Testen. Ne, kommt halt in so einem Sprüher raus. Hat mir echt gut gefallen. Achso, davon kommt das natürlich in den Restmüll und die Kappe in den Plastikmüll. So, ein Produkt, was die Menschheit einfach nicht braucht, ist von Neutrogena die intensive Zietzer-Handmaske. Also da muss ich wirklich sagen, kannst du dir besser einfach mal die Handcreme drauf machen und die Baumwollhandschuhe drüber ziehen. Das macht einfach eine bessere Wirkung als das. Fand ich jetzt irgendwie, braucht kein Mensch, oder? Weiß ich nicht. Da finde ich eine Fußmaske irgendwie sinnvoller als eine Handmaske. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Mein Freund hat mir mit ins Körbchen gelegt, hier von Schwarzkopf, Schaumer, kräftig und pflegt, Antischuppen, Classic, mal 3 Shampoo. Ja, ne? Das hat ihm ganz gut gefallen und hat auch die Schuppen in seinen Haaren tatsächlich verschwinden lassen, beziehungsweise minimiert, wie auch immer man das sagen mag, hat man weniger von gesehen. Fand ich auch ganz gut, hat mir auch ganz gut gefallen vom Duft her, wenn er das benutzt hat. Und er hat da so schöne weiche Haare von gekriegt, das fand ich auch ganz cool. Ja, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Haarprodukte von mir, die ich verwendet habe. Dienstags und freitags verwende ich ja eine Haarkur und da habe ich jetzt hier aufgebraucht von Refibra Hair Care oder von Elgon, weiß ich nicht, war im Adventskalender drin, Maschera, ich kann es nicht, oh Gott, Concentrated Restoring Mask, ja. Fand ich vom Duft her so lala, von der Wirkung her richtig klasse. Habe ich mir dann wirklich in die Länge meiner Haare reingegeben und dann Peeling und sowas alle gemacht. Doch, das war wohl alles ganz gut und die Pflege davon hat mir auch ganz gut gefallen. Aber den Duft, den fand ich nicht so gut. Der war mir irgendwie zu, ich weiß es nicht. Der hat so einen Unterton, den ich einfach nicht einschätzen kann und den ich nicht mag. Würde ich mir deswegen halt nicht nachkaufen, nur wegen dem Duft. Genau. Dann habe ich ich habe nur eine Haarmaske. Das ist ja alles vollkommen strukturiert bei mir, ihr merkt das schon, ne? Alverde hatte ich im Adventskalender drin. Nutricare 5 in 1 BB Haarmaske mit Bio-Mandel und Bio-Argan für trockenes und sprödes Haar. Hat die Welt nicht gerettet und auch nicht meine Haare. Da fand ich die Haarmaske, die ich verwendet habe, oder die Haarkur deutlich besser. Das hat ungefähr keine Wirkung gehabt, also werde ich mir auch nicht in groß nachkaufen. Genau. Jeden Dienstag und jeden Freitag habe ich die Haarmaske gemacht. Habe aber trotzdem vorher ein Shampoo verwendet. Da habe ich dann verwendet hier von Hair Doctor Magic Mousse Shampoo with Incha Inchi Oil. Das hat auf jeden Fall geholfen, dass meine Kopfhaut nicht mehr so trocken ist und vor allem, dass ich meine Pickelchen auf der Kopfhaut eindämmen kann, etwas minimieren kann und auch die vor allem im Nacken irgendwie. Frag mich nicht warum, aber das hat geholfen. Und ja, ne?
Ist ganz cool, ist aber relativ wenig drin, finde ich. Also das schüttelt man, dann kommt da halt dieser Schaum raus und dann machst du dir dezent in die Haare. Da nimmst du nicht viel von, weil der sehr, sehr ergiebig ist. Aber da ist echt nicht viel Produkt drin. Der Duft muss jeder für sich selber entscheiden. Ich mag ihn. Es ist halt sehr, riecht nach Friseur tatsächlich. Ja, riecht sehr nach Friseur. Also ich rieche tatsächlich außen an der Verpackung und rieche es immer noch. Aber ja, hier riecht es sehr, 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 sehr intensiv. Es ist halt mehr so frisch, mehr so zitrisch tatsächlich. Und chemisch riecht es halt auch, ne? Ich hatte es im Adventskalender, wie man unschwer erkennen kann. Fand es aber echt gut. So, was habe ich noch? Noch ein Shampoo. Das fand ich klasse. Vor allem die zwei in Kombi. Das ist mein Dreamteam gewesen, Leute. Douglas Hair Protein Repair Intensive Shampoo mit Almond und Shea. Also mit Mandel und Shea war das. Das ist das Shampoo, was ich leer gemacht habe. Und das hat wirklich mein Haar genährt. Das hat wirklich gut geholfen. Und vor allem in Kombination von Sante Naturkosmetik Glanz Haarspülung mit Bio-Birkenblatt und Pro-Vitamin B5. Das habe ich mir dann halt danach aufgegeben, kurz einwirken lassen und dann ausgespült. Und die beiden in Kombination haben meine Haare wirklich wieder zum Glänzen gebracht. Hat mir richtig gut gefallen. Absolute Empfehlung. Richtig geil. Genau, ich hätte nie gedacht, dass ein Produkt hier ohne Silikone und vegan und schlag mich tot wirklich so, so, so gut für meine Haare ist. Ne? Ich dachte, meine Haare brauchen Silikone und kapuff kabam, brauchen sie scheinbar nicht unbedingt. Genau, die passende Spülung. Zu diesem Shampoo hatte ich auch leer gemacht, da war aber nicht so viel drin. Die war auch ganz gut, die lässt du auch eine Minute drin und spülst es dann aus. War aber nicht so gut wie die von Sante, muss ich sagen. Das hat mich echt überrascht. Und das letzte Produkt, was ich euch heute in die Kamera zeige, ist hier von Great Length Heat and Care Spray with Flexan 2. Genau, auch das im Adventskalender drin gewesen, das fand ich nicht so gut. Gebe ich mir, nachdem ich geduscht habe, also nehme ich immer so ein Sprüffi, gebe mir das in meine feuchten Haare, dann werden meine Haare geföhnt, dann werden sie gekämmt, dann werden sie in Bommel gepackt. Das fand ich nicht gut. Nö. Ich finde, dass das meine Haare etwas schneller hat nachfetten lassen und irgendwie fand ich das Gefühl von den Haaren nicht so gut, als ich das benutzt habe. Ich benutze jetzt ein anderes von Hair Doctor tatsächlich, wo mir meine Haare einfach besser mitgefallen und nee. Das hat mir nicht gut gefallen, würde ich mir nicht nachkaufen. Abgesehen davon ist es echt teuer. Ihr Lieben, das war mein Aufgebraucht-Video. Ich muss mal kurz irgendwie atmen, Luft holen und was trinken. Puh, ich habe geredet wie ein Wasserfall, Leute. Und trotzdem sind wir hier schon wieder fast bei einer Stunde gelandet, ne? Egal. Trotzdem, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Alles, was du für die Verlosung tun musst, steht unten in der Infobox drin. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, was ich natürlich hoffe, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!